Am frühen Morgen sind Touristen damit beschäftigt, Fotos vom Roten Haus in Ximending zu knipsen. Ein Kaffeebesitzer begrüßt die früh aufstehenden Touristen und röstet seine typischen Kaffeebohnen in seinem Laden, den es schon seit 65 Jahren gibt. Lokale Favoriten wie Phoenix-Kekse sind morgens schnell ausverkauft. An Tagen wie diesen ist der Laden voll und es bilden sich Schlangen vor der Tür. Aber diese Schlangen könnten bald noch länger werden. Taiwans Festlandkommission gab vergangene Woche bekannt, dass es bestimmten chinesischen Touristen wieder die Reise nach Taiwan gestatten wird. Ab September können einzelne chinesische Staatsangehörige, die in Hongkong, Macau oder anderen Ländern leben, zu touristischen Zwecken nach Taiwan kommen. Ein Ladenbesitzer sagt, dass Gruppenreisende, die nach Ximending kommen, nur 30 bis 60 Minuten bleiben, was nicht lange genug ist, um einen Kaffee zu trinken. Normalerweise kaufen sie einfach Souvenirs und gehen. Er hofft, dass die Zulassung einzelner Touristen für sein Geschäft von Vorteil sein wird. Die Festlandkommission hat außerdem angekündigt, dass Gruppenreisen aus China in kleiner Zahl, maximal 2000 pro Tag, nach Taiwan kommen dürfen. Reisekommunikationsmanager Li Qiyue erklärte, dass die Wiedereinführung von Gruppenreisen ein guter Anfang sei, auch wenn die Zahlen deutlich unter den Zahlen vor der Pandemie liegen. Huang Zhengzhong, Assistenzprofessor für Tourismus an der Providence University, sagt, dass der Höhepunkt des chinesischen Tourismus in Taiwan 14.000 Touristen pro Tag erreichte. Er sagt, ein langsamer Anstieg der Touristenzahlen werde es der Branche erleichtern, sich langsam an den wiederaufblühenden Tourismus anzupassen.